Macht sie selber an. Das Licht. Okay. So, 19 Uhr Abendessen, 20 Uhr Schlafenszeit. Jetzt haben wir... Ja, das haut gut hin. Jetzt schauen wir unserem Sohn erstmal zu beim Hausaufgaben machen. Und lauschen der Musik. Okay. Dad, ich bin fertig. Kann ich jetzt fernsehen? Wir kontrollieren erstmal. Lass mal gucken. Lass mal sehen. Ziemlich gut. Dann bist du fertig. Na, geh schon. Perfekt. Noch nicht ganz. Naja, für mich ist es nichts. Sean, Hunger? Hallo, sprich mit mir. Es ist Essenszeit. Ich mache lieber für Sean etwas. Alles klar. Die Frage ist nur, was? Ich habe keine Ahnung. Ah, vielleicht im Kühlschrank. Das sieht doch sehr gut aus. Kühlschrank. Pizza oder Obst? Nee, erstmal was trinken. Schüttel, schüttel, schüttel. Schönes Fruchtfleisch verteilen. Und schlucken. Hehehe. So. Oh, jetzt macht er doch zu. So eine Pfeife. Verdammt. Okay, so wie es aussieht, gibt es nichts zum Essen. Wenn er nicht danach fragt, hat er wohl auch keinen Hunger. Ja, das ist super gut. Möchtest du dein Abendessen? Oh ja, ich habe großen Hunger. Gut, ich schau mal, was ich finde. Ich rufe dich, wenn es soweit ist. Jetzt. Er hat Hunger. Das ist schon mal gut. Wir holen uns die Pizza. Pizza kommt immer gut an. Und ab damit in die Mikrowelle. Nicht in den Backofen. In die Mikrowelle. So. Den Rest macht er alleine. Wunderbar. Uhrzeit checken. Ja, wir sind noch voll im Zeitplan. So, sehr lecker. Sean, essen. Mit Teller und Gabel. Ne, erst zurechtschneiden. Entschuldigung. So.
Du kannst kommen, Sean. Kriegt bloß ein Stück. Essen ist fertig. Ich komme. Mehr kriegt er nicht. Genau, du isst. Wir machen den Fernseher aus, weil du danach ins Bett gehst. Ja, ja. Klack. So, nichts mehr mit Fernsehen heute. Wir setzen uns wieder dazu. Und warten, bis er fertig ist. Und lauschen wieder der Musik. So, erst fertig. Das dauert immer ein bisschen. Nee, immer nicht so frech, Junge. Wo gehst du denn hin, ey? Schlafen, hab ich gesagt. Hallo. Ey, den hab ich gerade erst ausgemacht. Freundchen, mach ich mich nicht böse jetzt, ey. Sean, komm. Es ist Zeit fürs Bett. Ja. Ich bin noch nicht müde. Kann ich noch ein bisschen aufbleiben? Nein. Nein, das ist nicht besonders vernünftig, Sean. Du hast Schule morgen. Du brauchst deinen Schlaf. So sieht's okay, aus. Okay, ich gehe. Kommst du mit mir? Putz dir die Zähne und ab ins Bett. Ich komme hoch. Jawohl. So. Wir folgen einfach mal unauffällig. Was ist das? Zeitung? Okay, das ist jetzt wieder ein bisschen... Ja, ja. Ogami-Killer schlägt wieder zu. Siebtes Opfer identifiziert. Die Polizei bestätigt, dass die Vorgehensweise auf den Origami-Killer passt. Ich glaube, wir könnten auch... Was ist das? Uninteressant. Ach, das ist Post. Okay. Das scheint wichtig zu sein. Aber es ist dunkel. Als die Eltern vom Kirchgang nach Hause kamen, waren alle Kinder verschwunden. Sie suchten und riefen sie. Sie weinten und flehten. Doch alles war vergeblich. Die Kinder wurden nie wieder gesehen. Ja, darüber denken wir jetzt mal nach, während wir versuchen, einen Lichtschalter zu finden. Ja, hammermäßig. Da ist doch einer. Ah, hell. Sehr schön. Dann machen wir auch Licht, damit ihr was seht. So, Sean. Nee. Da lang. Und jawohl. Schläfst du schon? Gute Nacht, Sean. Mein Teddy. Dad, ich hab meinen Teddy nicht. Du musst ihn irgendwo im Haus liegen gelassen haben. Hast du denn keine Ahnung, wo er sein könnte? Nein, Dad. Bitte. Ich kann ohne ihn nicht schlafen. In Ordnung, ich werde mal nachsehen, ob ich ihn finde, okay? Jawohl. Da wir gerade eben... Sean will seinen Teddy. Er muss ihn irgendwo hier gelassen haben. Da wir den gerade eben schon gesehen haben, haben wir jetzt überhaupt kein Problem, den zu finden. Deswegen, ne? Gehen wir in die Waschküche. Da, wo wir die Waschmaschine angestellt haben. Und da... Ja, können wir auch gleich mal gucken, ob die fertig ist. Alter, hier ist überall dunkel. Machen wir erst im ganzen Haus wieder Licht, ey. So. Ah, Teddy.
Warum auch immer der den auf die Waschmaschine gelegt hat. Aber okay. Halt. So. Und hoch. Ne, also den Brief, den müssen wir uns nochmal merken. Ne, von wegen alle Kinder waren verschwunden. Ha, ich spoiler sauer, ey. Tada! Teddy! Danke, Dad. Ja, ist doch kein Thema. Gute Nacht, John. Nacht. Dad? Ja? Warum bist du so traurig? Ich glaube, ich brauche noch etwas Zeit. Bis alles wieder wie früher ist. Weißt du, Dad, was mit Jason passiert ist, war nicht deine Schuld. Gute Nacht, John. Danke. Das war nett. Komm, ich deck dich zu. Ach ja. So. Dann machen wir den Rollladen runter, damit es noch dunkler wird, weil wir sehen ja auch so schon fast nichts. So, und dann... Ah, da ist noch ein Bild. Das wir jetzt natürlich nicht mehr sehen, weil es dunkel ist. Nee, dafür gäbe es jetzt auch eine Trophäe. Oh. Also für den guten Vater quasi eine Trophäe. Er kriegt wieder einen Anfall. Die hat er ab und zu. Fuck, wo sind wir? Mitten auf der Straße. Mit den Autoschlüsseln in der Hand. Nein, es ist eine Origami-Figur. Ja. Carnaby Corn North. Jetzt ist die Frage, hat er sich das jetzt bloß eingebildet? Oder ist er wirklich dort aufgewacht? Schlafgewandelt sozusagen. Das ist unser nächster spielbarer Charakter. Der erste war Ethan Mars. Das war der Familienvater, ne? Das hier ist jetzt Scott Shelby. Ein Privatdetektiv. Und der ist gut. Also da sind wir der Ladescreen.